Ich habe mit der Regisseurin dieses Frankie Beaumont-Streifens gesprochen und die schreiben jetzt noch ein paar mehr Stunts für dich, falls du Bock hast. Ich habe schon mal zugesagt. Klasse. Wir drehen auf einer ganz normalen Straße. Ist ein Stück weit weg, fahr gleich mit dem Stuntfahrzeug hin. Aber mach mir keine Dellen rein, sonst reißt mir der Produktionsdesigner den Kopf ab. Der Drehort liegt in den Bergen. Wir sehen uns dort.
Dach der Welt. Genieß den Ausblick. Du wirst schon sehr, sehr bald wieder da unten sein. Oh, bevor ich's vergesse. Diesmal bist du das Double für den Bösewicht. Die Leute lieben einen guten Bösen, stimmt's? Angeblich hast du dich in die Berge zurückgezogen, um deinen finsteren Plan auszuhacken oder so. Mach dir keinen Kopf drum. Du musst nur so schnell wie möglich von oben nach unten fahren. Alles klar? Gut. Szene 14a. Downhill-Rennen. Action! Ab ins Feld! Achtung, die Klippen! Da vorne kommt ein großer Sprung! Tolle Landschaft, was? Die Kameras sind oben auf dem Viadukt, also bleib schön gerade, wenn du den Abhang hier runterfährst. Das Haus da ist deine geheime Basis, was weiß ich. Fahr einfach wie ein Schurke, du machst das großartig! Gut, richtig gut. Keine Ahnung, wie das in die Story passt, aber ich finde, der Film hat jetzt einen echt diabolischen Schurken. Was meinst du?